Wie man im Netz nach Bildern sucht, muss ich dir wohl auch nicht mehr wirklich erklären. Hier nun aber ein paar Tipps, was du bei der Bildersuche beachten solltest. Ich gebe mal Matterhorn ein und sogleich kommen ganz viele Bilder zu diesem Traumberg. Wenn du dieses Bild für einen Vortrag brauchen möchtest, so muss es natürlich eine gewisse Größe haben. Über Tools hast du diese zusätzlichen Optionen. Hier kannst du nach großen Bildern suchen, könntest da auch die Größe ganz genau angeben, wenn du das zum Beispiel für einen Bildschirmhintergrund brauchen solltest. Ich suche also nach großen Bildern und jetzt ist ganz wichtig, dass du nicht dieses Vorschaubildchen auf den Schreibtisch ziehst, denn dieses Bildchen, das ist qualitativ völlig unbrauchbar. Man merkt das, wenn man es vergrößert, so sieht man diese einzelnen Pixel und es wirkt völlig unscharf. Ein solches Bild müsstest du also zuerst anklicken und dann über den Befehl ansehen, wird es groß gemacht und hier kannst du es mit einem Rechtsklick speichern, beziehungsweise auch mit Drag and Drop auf den Schreibtisch oder welchen Speicherort auch immer speichern. Wenn wir gleich bei den Tools sind, noch ein paar weitere Tipps. Du kannst auch nach bestimmten Farben suchen. Mit Orange findest du sehr viele Sonnenuntergangsbilder. Natürlich kommen da dann auch Bilder, die nur sehr am Rande mit dem Matterhorn zu tun haben. Dann der Typ, da kannst du nach Bildern mit Gesichtern, Cliparts, Strichzeichnungen und so weiter suchen. Kann manchmal praktisch sein, wenn man eine klare Vorstellung hat. Du kannst hier nach bestimmten Zeiten suchen, also nach aktuellen Bildern in diesem Fall vielleicht. Und ganz wichtig, das kommt aber im Urheberrecht nochmals, du kannst nach Bildern suchen, die du auch weiterverwenden darfst. Also alle diese Bilder darfst du auch weiter veröffentlichen, meist natürlich unter der Bedingung, dass du die Quelle korrekt angibst. Über die erweiterte Suche, du erinnerst dich, das ist unter Einstellungen erweiterte Suche, hast du noch viele weitere Optionen. Hier wäre auch interessant, nach ganz bestimmten Bildformaten zu suchen. Zu guter Letzt noch die umgekehrte Bildersuche, wenn du herausfinden möchtest, woher ein Bild stammt. Ich habe hier ein Bild von mir, das ich auch im Internet publiziert habe, vor mir und ich möchte mal schauen, wo das überall im Netz vorkommt. Wenn ich in der Bildersuche auf dieses Kamerasymbol tippe, so kann ich entweder nach einer bestimmten Adresse suchen, wenn ich die Bildadresse kenne. Übrigens, die Bildadresse kannst du mit einem Rechtsklick herausfinden, Adresse des Links kopieren. In diesem Fall aber lade ich dieses Bild hoch, indem ich es einfach hier hineinziehe und hier wird mir angezeigt, dass das Bild im Netz vorkommt. Mit alle Größen sehe ich alle diese Varianten und die entsprechenden Adressen, auf welcher dieses Bild gespeichert ist. Das ist übrigens völlig legal. Ich habe das Bild ursprünglich in Pixabay veröffentlicht. Das ist eine Plattform, auf der man Bilder beziehen kann, ohne jegliche Ansprüche. Mit denen kann man machen, was man will. Man muss nicht mal eine Quelle angeben.